daran scheitern 91% der Immobilieninvestoren. Wirst du daran auch scheitern? Herzlich willkommen zu Paul Misers Tycoon Show. Ich habe mir mal die Zeit genommen, die ganzen Erfahrungsberichte der jungen Investoren, die bei mir im Mentoring gelandet sind, herzunehmen. Ich habe mich mit vielen, vielen Menschen unterhalten, mit hunderten von Menschen, die den Weg gegangen sind, vom Anfänger über fortgeschrittener Investor bis hin zum Großinvestor. Und viele haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Und die, die es nicht geschafft haben, sind an irgendetwas gescheitert. Und wir haben uns mal angeschaut, woran sind denn die meisten gescheitert oder was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen scheitern bei Immobilien. Und einer der ersten Punkte, der uns gleich aufgefallen ist, das war das Thema Finanzierung. Sehr viele Immobilieninvestoren glauben, es gibt nur diesen einen klassischen Weg, über die Bank zu finanzieren. Und sie versuchen es dann vielleicht als Privatperson ein, zwei Mal, haben aber ihre Hausaufgaben möglicherweise nicht gemacht, haben nicht die Haushaltsrechnung gut aufgestellt, haben sich nicht gut vorbereitet. Oder auch Unternehmer, die möglicherweise nicht in der Lage waren, ihre gesamte Firmensituation gut darzustellen, kriegen einmal eine Ablehnung seitens der Bank und das war's dann. Das ist dann sozusagen das Ende ihrer Investorenkarriere. Und das muss so nicht sein. Es gibt auch Alternativen zur klassischen Bankenfinanzierung. Aber wie gesagt, das ist der erste Punkt, warum viele, viele scheitern. Andere scheitern daran, weil sie sich nicht genügend ausreichend erkundigen bezüglich der richtigen Lage der Immobilie. Manche gehen den einfachsten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes, suchen irgendwas in ihrer Nähe, wo sie leben, wo sie wohnen. Aber das ist natürlich nicht zwangsläufig so, dass das eine gute Immobilienlage sein muss. Und ich sage immer, Immobilienlagen sind dann gut, wenn mehrere Kriterien zutreffen. Eines ist, es muss dort heute, aber vor allem auch in Zukunft Arbeit geben. Und diese Arbeit darf nicht nur von einem einzigen Arbeitgeber abhängig sein. Punkt 1. Und oder die zweite Möglichkeit ist, wie hier auf Mallorca. Die Menschen müssen gerne Urlaub machen oder gerne einen Zweitwohnsitz dort haben. Also ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und wenn du dich nicht ausreichend über die besten Lagen informierst, dann investierst du in schlechteren Lagen, in B- und C-Lagen oder vielleicht in B-Lagen, C-Lagen, D-Lagen. Und dann hast du das Problem, dass gerade jetzt in so einer Zeit, wenn eine Krise ausbricht, dann sind das natürlich die ersten Lagen, wo die Preise nach unten gehen, wo die vermeintliche Blase platzt. Und die guten Lagen, die A-Lagen, wie hier zum Beispiel in Bendinat, das sind die, die stabil bleiben. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Zweiter Punkt, woran viele Investoren scheitern, das ist tatsächlich dieses Thema, sich nicht gut über die Lage vorher zu informieren. Der dritte Punkt, warum viele Investoren scheitern, ist, weil sie einfach sich für die falsche Kategorie entscheiden. Ich sage, es gibt viele Möglichkeiten, mit Immobilien vermögend zu werden. Und wenn du fortgeschritten bist, wenn du Profi bist, dann kannst du alles machen. Also ich selbst, wir sind jetzt hier in einem Hotel. Ich selbst habe auch schon Hotel gekauft. Ich bin gerade dabei, eine Weinfinca zu verhandeln. Wir haben in Seniorenwohnheime schon investiert. Aber wenn du am Anfang stehst, dann mach es nicht kompliziert. Bleib beim einfachen Thema Wohnen. Gewohnt wird immer werden, gewohnt wird auch in Krisenzeiten werden. Und halt's, keep simple, halt's einfach. Bleib entweder bei Wohnungen oder wenn du dich schon mindsetmäßig fortgeschrittener fühlst, dann dürfen das natürlich auch Mehrfamilienhäuser sein. Aber wie gesagt, einfache Kategorie wählen, eine Kategorie, mit der du dich auch identifizieren kannst.
Die vierte Situation, an der viele scheitern, viele Investoren, und das hat einfach mit fehlendem rechtlichen Wissen zu tun. Sie haben nicht die richtigen Partner an der Hand, wo sie sich rechtlich absichern können, wo sie sich rechtlich... Das fängt schon damit an, dass viele den Fehler machen, als Privatpersonen zu investieren und nicht vorher eine Firma gründen, eine GmbH, mit der sie dann ins Immobilienbusiness einsteigen. Und dann bleiben sie in den Augen der Bank immer sozusagen der unter Beobachtung stehende Unternehmer oder Angestellte. Es wird immer alles rundherum geprüft und nicht rein das Immobiliengeschäft. Und auch das kann man relativ leicht umgehen, aber man braucht gute Berater, gute rechtliche Berater. Und das Gleiche gilt natürlich auch für fünftens für Steuerrecht. Also viele scheitern einfach auch daran, dass sie entweder Investments nur tätigen, weil sie vermeintliche Steuervorteile haben, die sich nachher vielleicht als gar nicht so gut entpuppen oder vielleicht auch ein paar Jahre später keine Gültigkeit mehr haben. Also ich halte es immer für einen falschen Ansatz, in eine Immobilie nur steuerlichen Gründen zu investieren. Primär sollte man wirklich ein gutes Geschäft haben, auch schon ohne den Steuervorteil. Und wenn dann sozusagen der Steuervorteil wie ein Sahnehäubchen oben drauf kommt, dann ist es wirklich wünschenswert. Es gibt eine einzige Ausnahme, wenn du als Angestellter schon in einem sehr, sehr hohen Einnahmelevel bist und hast ein sehr hohes Einkommen aus deinem Angestelltenverhältnis, dann kann das durchaus Sinn machen, natürlich vielleicht auch mal in Denkmalschutzimmobilien oder sonstiges zu investieren, um dir da wieder etwas zurückzuholen. Ein weiterer sehr, sehr großer Fehler meines Erachtens ist bei vielen, vielen, die es nicht schaffen, dass sie einfach im Kopf nicht gewachsen sind, dass sie Kleinanleger bleiben, klein im Denken bleiben. Und du wirst als Kleinanleger, wenn du in deinem Kopf immer nur klein, klein, klein denkst, wird es dir nicht gelingen, Großinvestor zu werden. Also das heißt, die Reise beginnt im Kopf. Wenn du im Kopf schon nicht über einen gewissen Level hinauskommst, dann wirst du es im praktischen Leben nicht schaffen. Ja, also da oben waren die ganzen Seminarräume und dann haben sie das hier renoviert. Und jetzt ist es super geworden, oder? Ja, das waren jetzt 6 Punkte, woran viele, viele, viele Investoren schon gescheitert sind. Und ich habe dir versprochen, es gibt 7, es gibt tatsächlich einen 7. Und das ist der, dass sie nicht wirklich durchstarten, dass sie nie wirklich mit Immobilien beginnen. Es gibt so viele Menschen, die ich beobachtet habe, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Seminare besuchen, die Bücher lesen und die trotzdem einfach diesen Mut nicht haben, in Immobilien zu investieren, weil sie einfach nicht verstanden haben, wie sie sich schützen können vor Gefahren, wie Mietnomaden beispielsweise. Sie haben einfach Angst, Fehler zu machen. Es ist also tatsächlich auch ein Mindset-Problem. Und ich sage jetzt zu dir, wenn du Schwierigkeiten hast, dein Mindset in den Griff zu bekommen oder irgendeinen dieser anderen Punkte so fürchtest, dass du gar nicht beginnst damit, dann wird es Zeit, dass du wirklich mal zu einem meiner Immobilien-Online-Intensiv-Tage kommst, wo ich dir diese Angst, so hoffe ich, werde nehmen können. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen, hat dir ein bisschen Mut gegeben, vielleicht doch mit Immobilien durchzustarten. Oder wenn du schon mit Immobilien durchgestartet bist, hat es dir vielleicht den einen oder anderen Tipp gegeben, wie du den einen oder anderen deiner Mitstreiter vor Fehlern bewahren kannst. Wenn das Video gut war für dich, wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über diesen da. Aber vor allem, dass du es mit deinen Menschen, die dir wichtig sind, teilst. Mach es. Teil's jetzt. Ich freue mich drauf, wenn wir uns gleich im nächsten Video wiedersehen. Herzlich willkommen zu Paul Misas Tycoon Show. Dem Podcast für alle, die als Immobilieninvestoren richtig groß durchstarten möchten. Und natürlich für all diejenigen, die keine Angst vor großen Deals und hohen Renditen haben.